Da sind wir wieder hier im schönen Boston. Ja, so sah das jedenfalls vor, ich weiß nicht, 100, 200 Jahren aus. Ich schätze mal eher 200 Jahren, weil vor 100 Jahren war ja 19. Jahrhundert und zu Hitlerzeiten hat das ja, glaube ich, nicht so ausgesehen. Ne, da war es schon moderner, glaube ich. Aber hier sind auch noch ein paar Wachen. Nein, 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 wir machen nichts. Hallo? Was soll das denn jetzt? Na, was willst du denn? Okay, du willst, dass ich dich töte? Okay, tschüss. Haben die anderen das jetzt nicht gemerkt? Sind die dumm? Lol. Ich dachte, die anderen hätten das jetzt gesehen und wollen jetzt einen Kampf, aber naja, dann haben sie es wohl nicht gesehen. Schön für uns. Ich versuche übrigens heute die Folge dementsprechend kurz zu halten und nicht wieder so lange zu machen. Ach, jetzt haben die uns gesehen. Oh. Aber guckt ihr denn so? Jetzt haben sie uns gesehen. Ja, ich wollte gerade die Mission starten, aber geht ja jetzt so schlecht, weil sie uns gesehen haben. Deswegen muss ich zuerst töten, damit ich die Mission starten kann. Naja, deren Pech. Naja, das ist ja deren Tod und nicht meiner. Weil das sind ja noch leichte Gegner, die ich ja ohne Probleme ganz schnell mal so töten kann. Also, da gibt es ja später noch welche mit so einem großen Schwert, die kann man jetzt nicht so einfach töten, aber die halt, das geht. Was will der da? Der wollte uns doch nicht jetzt etwa anschießen. Nee, das wollte der nicht. Und was schlägt er uns jetzt? Ne, das kommt aber nicht hier in die Tüte. Ja, die blocken. Ich finde dieses Geblocke ist ein bisschen nervig. Toll, jetzt liegt er da. Jetzt habe ich Zeit, mich um den zu kümmern. Braucht aber ein bisschen lange. Oh, jetzt rennt er schon weg. Oh ne, jetzt kommt er mit dem Pferd. Auch schlau. Aber, was war das denn jetzt? Aber so, naja, der steigt vom Pferd ab, dann konnte ich den einfach mit dem Dolch töten. Auch ein bisschen dumm von ihm, aber, naja, gut. Dann gehen wir jetzt einfach hier rein und starten dann hoffentlich die Mission. Gucken wir mal, was hier drin so ist. Ach, ist ja noch keine Mission. Ich dachte, die startet jetzt sofort. Na dann machen wir jetzt eine Mission und dann ist dann, glaube ich, die Folge wieder zu Ende. Also, damit ich halt nicht in Überlänge ziehe, ist dann, denke ich, eine Mission angebracht. Mit den Kämpfen zwischendurch. Mission starten. Southgate infiltrieren. Okay, machen wir. Mission starten. Mit Schalzri rede ich dann gerade. Ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Ja, das bin ich. Neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnter. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann. Lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Oh. Aha, okay. Da haben wir natürlich hier, glaube ich, dann den Konvoi. Also solche Konvois-Dinger sollte man berauben, weil da gibt es immer gut Geld drin. Und damit kann man sich ein besseres Schwert kaufen oder so. Was planen die Der denn Konvoi jetzt? sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Scheiße. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Wenn eure Gelenke werden. Alles geplant hier, bis auf den letzten Dingens geplant. E drücken, um eine Waffe aufzuheben. Aha, den Konvoi angreifen. Aha, gut. Dann, da ist doch der Konvoi. Oder? Nee. Nee, was war denn jetzt der Konvoi? Ich spring dann jetzt mal besser da drauf. Oh, das war jetzt ein Angriff. Der war cool, muss ich sagen. Ah, jetzt muss ich auch aufpassen, dass sie nicht so auf mich, ja, alle so drauf schießen. Das ist natürlich dann ein bisschen riskant, aber wir haben ja jetzt hier Verbündete, der Charles Lee und Thomas Hickey, die kämpfen ja jetzt auch mit uns.
Und es ist dann ja auch nicht so schwer. Was wollte der denn hier machen? Wird nix. Zack, und da liegst du auch schon. Und dich einfach mal von hinten nehmen. Und dich auch. Und dich. So, dann ist der Kampf auch zu Ende. Hallo, ich bin fertig. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Das schick, schick im Roten. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Warum nicht? Ist doch nur ein Tor. Du hast mein Wort. Weißt du etwas über Silas vorhaben? Wenn sie ein Kostüm tragen, werden ihre Gegner sie nicht erkennen, solange sie keine illegalen Aktionen begehen. Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Ich lasse sie jetzt mal reden. Sir! Offiziere sind sehr geschickte Gegner. Sie setzen fortschrittliche Untersuchungsmethoden zu schnell weg. Ja, Offiziere sind halt stark. Das wollte man damit sagen. Weil die halt gute Sachen sagen. Also, die haben halt das große Schwert und so. Es ist halt ein bisschen schwerer, die zu töten. Hier haben wir ein Maisfeld. Da haben sich natürlich ein paar Rotröcke versteckt. Aber unsere Typen sehen mit den Rotröcken natürlich auch sehr lustig aus. Ja. Das sieht stylisch aus. So ein bisschen. Nein. Ich identifiziere mich doch nicht. Ach, wie muss ich das jetzt nochmal machen? Damit die darauf schießen oder so? Ach ja, T. Ach ja, stimmt. Ich kann ja jetzt nichts angreifen, sondern ich muss denen ja immer befehligen, dass sie die angreifen. Weil ich jetzt sozusagen nur die Figur bin. Och, ich sitze hier im Thronsessel und och, ihr geht ihr doch mal sterben. Lass keinen zu uns durch. Abu, die haben den Hund getötet. Die haben den Hund getötet. Abu, voller Tierschänder. Abu. Krass. Also, da haben sie hier den Hund getötet. Boah. Ja, aber Hunde sind halt nicht immer sehr lieb. Das muss man dann halt auch sehen. Weil es halt auch Wachhunde gibt. Auf eure Posten! So, und die greift jetzt auch mal schön an. Einmal von hinten rein und dann sind sie auch schon tot. Sag nur Bescheid, ich strecke sie nieder. Du streckst sie nieder? Ach ja, das ist Child Lee und Thomas Hickey. Die machen das ja. Child Lee ist ja eh stark. Wey, ein Schlag, da legen sie alle schon auf den Boden. So ist, wie es sich eigentlich gehört. Also, in so anderen Kampfspielen ist es ja nicht mit einem Schlag oder so. Alles dann ist das ja nicht realistisch. Aber hier ist es schon realistisch. Man macht einmal sein Messer rein und zack, dann liegt er da. Dann ist er tot. Nicht so wie anderen, da haust du da oft mit dem Messer rein und keiner stirbt. Ich meine jetzt so zum Beispiel Shooter und dann zack, und er stirbt nicht oder so. Oder halt andere Spiele, Prince of Persia oder so. Ja. Hier ist es realistisch. Halt! Warum? Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Ach, cool. Siehst du? Ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Oh. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Ein Gentleman, ne? Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Warum stirbt er? Hä? Wer muss jetzt sterben? Wenn ihr bereit seid. Ach ja. Gut, wir müssen jetzt diese Gefangenen da befreien, aber das ist nicht so ganz einfach, denn hier lauern Offiziere rum. Und deswegen muss man... Warte, hier, gehen wir mal hier rein. Oder hat er uns gesehen? Wenn ja, gehen wir da rein oder... Ja, die muss man halt, da muss man halt unbemerkt an denen
vorbeikommen oder man kann sie auch töten. Man darf halt keinen offenen Konflikt auslösen. Das ist natürlich verboten, weil dann bemerken sie uns alle und dann ist unser Plan, ja, durchbrochen. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen müssen wir uns hier jetzt vorbeischleichen und den hier mit einem Schlag töten, falls er uns entdecken würde. Wo ist er denn? Da. Warte. Hier, hallo. Hallo, komm doch mal hier hin. Oh, oh, oh. Nein. Hallo, ich möchte hier untertauchen. Oh, scheiße, ich dachte jetzt, ich kann da jetzt untertauchen. Oh ja. War wohl nix. War wohl nix mit der Ermordung des Offiziers. Ja, naja, so ein Knall ist ja auch laut. Also, naja, dann halt nochmal. Das war jetzt nur so ein kleines Ding zum Ausprobieren. Hallo. Hallo. Naja. Okay. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals für diese Mission auch recht lange gebraucht. Aber, ja, ich denke mal, jetzt wird es hoffentlich nicht so sein. Wo ist denn der? Ah, da. Aha. Er hat uns schon mal gesehen. So, dann können wir hier jetzt einfach mal den ins Gebüsch ziehen. Schön im Gebüsch das machen, damit uns keiner entdeckt. Und dann geht das halt auch leicht. Und dann befreien wir den armen Gefangenen hier. Ja, der muss natürlich befreit werden, sonst geht das halt nicht. Bedankst du dich nicht, du Gefangener? Ach, toll. So, wieder in den Busch. Und wo geht's dann hin? Aha, also uns können nur die Offiziere entdecken. Das ist halt der kleine Vorteil, den wir haben. Kommst du mal? Kommst du mal? Bitte hier ins Gebüsch. Hier entlang. Hier. Oh. Oh. Nein. Nein. Kein offener Konflikt. Scheiße. Scheiße. Weil der hat uns entdeckt und dann hat er die anderen gerufen. Das war jetzt ein bisschen mies. Okay, jetzt versuche ich mich wirklich anzustrengen. Und nicht irgendwelche Spielchen zu machen. Oho. Aha. Dann schnell. Schnell, schnell. Hier durch und zack, zack. Oh, da hat uns einer entdeckt, aber das ist jetzt eigentlich egal. Aha. Dann gehen wir mal uns hier mal verstecken. Hallo. Hallo. So kann man den hier schön ins Gebüsch ziehen. Das geht hier gut. Aber da hinten hat das dann irgendwie nicht so gut geklappt. Dann befreien wir den halt hier nochmal. So, die haben sich wahrscheinlich wieder eingefangen, also befreien wir dich nochmal. Viel Spaß in der Freiheit, also. Und wieder hast du dich nicht bedankt. Ja, wo ist das hier? Man kriegt kein Dankeschön, auch wenn man lieb ist. Ja. Ja, zieh den ins Gebüsch. So ist gut. So ist gut. Läuft hier noch einer rum? Ich dachte, hier läuft noch einer rum, aber gut, dann befreien wir jetzt auch die zweite Geisel, beziehungsweise den Gefangenen, ist ja eigentlich keine Geisel. So, du bist frei, kannst gehen und dann müssten wir eigentlich nur noch aufs Schiff dort, was sich eigentlich als bisschen schwieriger erweisen könnte, weil hier keine Gebüsche sind, hinter denen man sich verstecken könnte. Aber wir müssen den von hinten angreifen. Dann kann er natürlich keinen der Kollegen rufen. Das ist auch gut. Jetzt müssen wir allerdings noch hier hoch. Und ja, wir müssen uns halt an die Rand schleichen. Die dürfen halt keinen anderen rufen. Das ist ein bisschen schwer. Oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh. Nee. Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer war. Deswegen, es war ein bisschen... Oh. Scheiße. Gut. Gut, dann nochmal. Ich habe ja gesagt, bei dieser Mission bin ich am Anfang auch relativ schwer durchgekommen, weil ich das einfach halt ein bisschen kompliziert finde, hier das zu machen. Ist eigentlich nicht so schwer, aber... Ja, man muss halt erstmal den Dreh raus haben und dann halt gut und flüssig durchkommen. Dann ist es leicht. Man muss halt die Offiziere hier schön ins Gebüsch ziehen. Hallo. Hallo. Komm, ins Gebüsch. So. Ich find's ja lustig, den so ins Gebüsch zu ziehen.
ist geil. Kann man das hier nicht überspringen? Ich muss halt jetzt nicht jedes Mal hier sehen. Aber kann man wohl leider nicht. Naja, dann halt weiter. Schnell, schnell, schnell. Bevor noch irgendwie irgendwas ist. So, den auch schnell ins Gebüsch ziehen. Zack, und dann hier die Geisel befreien. Und dann können wir auch direkt aufs Schiff losstürmen. Wir brauchen eigentlich die anderen, die interessieren uns nicht. Nur die Offiziere, die interessieren uns, weil die halt wen anders rufen können. Und weil die uns halt sehen können, die anderen nicht. Die, ja, denen ist es egal. Zack, wollen wir dich, ja, fall ins Wasser. Fall ins Wasser, dann sieht keiner deine Leiche, das ist auch toll. Oh, wie töte ich denn den jetzt? Wie töte ich den? ein bisschen schwer. Hm. Kann ich mal gucken. Damit uns keiner sieht. Warte. So vielleicht. Aha. Aha. Da hinten ist natürlich noch ein Rotrock, damit der uns nicht sieht. Auch von hinten. Und dann können wir die natürlich hier in Ruhe befreien. Auf der anderen Seite sind natürlich noch andere. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, damit die nicht jetzt noch Hilfe rufen. Das ist ja natürlich doof. 3 von 3 befreit. Was muss ich denn jetzt machen? Nichts, oder? Überspringen. Gut. Wir gucken uns das an. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Ja, natürlich. Das akzeptiere ich nicht. Warum nicht? Entschuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Mich köpfst du nicht. Na, na, na. Das geht nicht. Schließ das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Oh. Tod? Tod ist nicht gut. Drängt sie zurück. Oh. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich kämpfen. Was müssen wir machen? Konter oder Leertaste? Aha. Ach so, ja. Wir müssen natürlich uns vor den Schüssen hier in Acht nehmen. Gut. Daran hatte ich jetzt nicht so gedacht, aber gut, dann müssen wir das hier jetzt machen. Aber das ist eigentlich ganz leicht, das ist nicht so schwer. Einfach nur diese Typen hier killen. Wobei, nee, die interessieren mich eigentlich nicht. Ich muss ja, das ist egal, ob ich die hier töte, die kommen ja immer wieder. Ich muss dort oben den Typen da töten. Die hier sind jetzt erstmal uninteressant. Egal, ob die auf mich schießen. Den da muss ich töten. Warte. Dann kommt der, ah, nein. Den hier. Los, stirb. Was fällt dir denn ein? Was fällt dir denn ein? Willst du mich aufspießen? Oh, oh je. Ja, was ist das denn? Hallo, Contador. Warum konterst du nicht? Hä? Was ist das denn hier? Warum kontert der nicht? Ich verstehe nicht. Ach so. Jetzt ist er aber tot. Ja. Und ist er jetzt schon tot. Gut. Wer bist du? Ich bin Haven Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Muss jeder mal fragen, ich wer bist du? Dir, Silas, und ich werde es einhalten. Headshot. Oh, aua. Ja. Oh. Jetzt werden die natürlich hier befreit, die Gefangenen. Das ist ja natürlich toll, ne? Wir tun halt gute Sachen. Wir kämpfen für das Gute. Und was nun? Weiß ich nicht. Wir warten. Ich habe keinen Plan. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Worauf warten wir denn? Sequenz 2, Southgate infiltrieren. Mission beendet. Wie? Warum habe ich hier kein Dingens? Gibt's doch nicht. Ah, oh, nicht 100% synchronisiert, ist aber doof. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 2 beendet. Ja. Gut. Dann
Ja, was passiert jetzt? Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Meine wahre Mission, okay. Wo bin ich denn jetzt? Wo schicken sie mich hin? Aha, da baut sich gerade wieder ein neues Reich auf. Sequenz 3, Boston im Jahr 1755. Ja, 17. Jahrhundert kommt hin. Also dann sind es fast 300 Jahre zurück. Okay, da ich ja gesagt habe, ich werde die Folge nach einer Mission beenden, mache ich das natürlich auch und verabschiede mich dann jetzt von euch hier in der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo es natürlich dann wieder an das Haus geht und wir dann eine neue Mission annehmen werden.